Hallöchen. Ich möchte wieder ein neues Produkt vorstellen, und zwar vegetarische Mühlensalami mit buntem Pfeffer ist die. Und warum kaufe ich vegetarische, wenn ich doch Veganer bin? Erstens, ich nehme es nicht so übertrieben genau. Zweitens, ich hatte so dermaßen Bock auf ein Stück Wurst. Und leider, leider, leider hat mein Rewe sowas nicht. Der hat nur vegane Teewurst und das war's. Ich habe mich jetzt aber schon kundig gemacht. Ich weiß jetzt, wo ich vegane Wurst herbekomme. Das wusste ich nämlich vorher nicht. Und ja, das war jetzt quasi aus der Not herausgekauft. Und ich werde sie mal probieren. Aber ich möchte weiterhin vegan bleiben. Also ich kann ja nochmal ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, zuckerarm und laktosefrei. Auch lecker auf Pizza. Es ist auf Basis von Weizen und gegart. Zutaten sind Trinkwasser, Rapsöl, Weizen, Gluten 10%, Eiklar, getrocknet. Also das Eiklar ist getrocknet. Verdickungsmittel ist Carrageen, Xanthan und Johannisbrotkernmehl. Aroma, Kochsalz, Weizenmehl ist 2% drin und 1,2% Pfeffer. Traubensaft, Traubenzucker, Paprikaflocken, modifizierte Stärke, Gewürze. Und Farbstoffe ist Eisenoxid und Carotin. Das kann auch Spuren von Soja enthalten. Und hat 185 Kilokalorien bei 100 Gramm. 11 Gramm Fett, davon sind 0,9 Gramm gesättigte Fettsäuren, 6,9 Gramm sind einfach ungesättigte Fettsäuren und 3,2 Gramm sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 5 Gramm Kohlenhydrate, wovon 2,3 Gramm Zucker ist und 2,7 Gramm sind davon Stärke. Es sind 3,1 Gramm Ballaststoffe drin enthalten und 15 Gramm Eiweiß sowie 2,6 Gramm Salz. Jo. 80 Gramm sind drin. 2, 4, 6, 8 Scheiben. Ja. Von der Optik her sieht es nicht ganz so, also vom weiten Fleisch wie eine Salami. Von nahen finde ich es, naja, es sieht Salami ähnlich aus. Es riecht wurstig. Es erinnert mich ein wenig an Blutwurst vom Geruch her. Es fühlt sich an wie eine Blutwurst. Es riecht wie eine Blutwurst. Sollte im Hintergrund Geräusche sein, einfach ignorieren, mein Bewohner hat Besuch. Wie eine ganz, 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 ganz milde Salami. Also im Vergleich, eine richtige Salami ist wesentlich salziger und kräftiger im Aroma. Konsistenz ist wie eine Wurst. Wie eine Lyona, Mortadella. Sowas in der Richtung. Ja. Oh, der Pfeffer kommt gut durch. Ja, also kann man essen, finde ich. Ich weiß, mit Vollmond spricht man nicht, aber. Doch, ich finde sie okay. Für ein Wurstimitat finde ich das vorzeigbar. Ja, das war's schon. Vegetarische Mühlensalami kriegt von mir einen Daumen nach oben. Kann ich empfehlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.